Moin Ballerfreunde, hier ist mal wieder Explain Gaming und willkommen zu einem neuen Commentary. Heute soll es hier mal um die Leute gehen, die sich im Chat, also in diversen Shootern, über andere Spiele aufregen, dass sie halt cheaten oder campen und solche Geschichten halt. Darüber würde ich heute mal ein bisschen sprechen und meine Meinung mal sagen und vielleicht könnt ihr mir ja eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, würde mich auch mal interessieren. Aber zuerst kommen wir mal zum Gameplay, was ihr heute im Hintergrund seht. Heute gibt es mal wieder Titanfall, oder das heißt mal wieder, das gab es eigentlich fast gar nicht. Einmal habe ich Titanfall auf meinen Kanal gebracht, aber heute gibt es mal Titanfall. Und zwar eine Runde Materialschlacht auf der Map Kolonie. Mit dem Karabiner ist ein 14 zu 5 geworden, für meine Verhältnisse ein ziemlich gutes Gameplay und das Spiel macht auch relativ viel Spaß. Deswegen würde es auch mal zwischendurch zu sehen geben. Ich will ja Abwechslung reinbringen, das heißt nicht immer dieselben Spiele, sondern auch mal verschiedene, wie zum Beispiel das hier. Ja, und jetzt fangen wir mal gleich direkt an, was ich denn so am häufigsten immer lese und was ihr wahrscheinlich auch häufig liest, wenn ihr denn solche Spiele spielt wie ich. Ja, dass jemand als Hacker beschimpft wird. Ja. Sowas wird mir eigentlich nie einfallen. Also sowas... Habe ich wirklich noch nie gemacht, im Chat irgendwie zu schreiben, ja, Hacker oder so, selbst wenn einer da ist, ne? Ich meine, in Battlefield sieht man sowas ja relativ selten, man sieht es auch, dass da ab und zu Hacker rumlaufen, ich habe davon auch eine Aufnahme, aber selber wird mir das niemals einfallen, da irgendwas reinzuschreiben, weil es ist eigentlich auch sinnlos, weil letztendlich juckt die Leute das denn sowieso nicht, zum Beispiel in Call of Duty, da ist es ja so, da gibt es ja recht viele Hacker in den älteren Teilen. Wenn ich dran denke, Modern Warfare 2 auf der PlayStation 3, da gibt es fast gar nichts anderes mehr. Da ist es irgendwo schon gang und gäbe, dass jemand einen Hack ein hat. Das ist so ein bisschen Wetthacken. Wer hat halt den dicksten Aimbot ein oder so ein Scheiß? Und ja, da juckt es, da brauchst du keinen irgendwie eine Nachricht schreiben oder so, dass er ein Hacker ist oder so. Das juckt ihn nicht die Bohne, der scheißt da einfach drauf. Und deswegen, selbst wenn jetzt in Battlefield, ja, da ist es ja oft so, da sieht man es so häufig, dass jemand das reinschreibt, ne, obwohl es in Battlefield sehr wenige Hacker gibt. Und da wird es immer wieder reingeschrieben und das würde mir natürlich niemals einfallen. Wahrscheinlich liegt es auch ganz einfach daran, dass derjenige das nicht akzeptieren kann, dass jemand besser ist oder so. Ja, was weiß ich. Da wird da irgendwo 20 Mal von denselben Typen gekillt, ja, dann ist es halt so. Muss ja nicht gleich hacken, ne, aber... Die Leute akzeptieren das wahrscheinlich nicht und selbst wenn es mir, ich reg mich natürlich auch darüber auf, wenn mich jemand immer wieder und immer wieder killt, ne, da könnte mir ja auch schon wieder was wegplatzen. Ja, der hat ein Aimbot an, ist klar. Ja, trotzdem würde ich da niemals was im Chat reinschreiben. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu raushauen in den Kommentaren, das war soweit meine. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten und zwar haben wir mal den Camper, ja. Camper regen mich natürlich auch ziemlich doll auf, aber jetzt nicht so doll, dass ich wirklich rumbrüllen wie so ein Affe, ne? Also, hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten. Ja, da steht der scheiß Camper wieder auf der Treppe, Mann! Was willst du, du blöder Wichser? Das, so weit ist es nun mit mir auch nicht, aber das ist halt das, was mich ziemlich sauer macht immer. Und das... wird natürlich auch in die Kommentare reingeprügelt, ne? Wenn es natürlich so ist, dann, ja, gut, ist es alles schon gut, aber ich würde es trotzdem nicht reinschreiben. Ich schreibe generell eigentlich nichts dergleichen in den Chat, ja, denn verlasse ich meistens einfach das Spiel. Ich meine, man muss es auch mal so sehen, vielleicht gibt es ja auch, vielleicht ist es mit den Leuten, die campen, auch so, dass sie zum Beispiel gerade verletzt sind oder sie müssen nachladen oder sind in Unterzahl, da sind 20 Gegner oder so und dann wird er ja wahrscheinlich nicht mit auf dem Acker losrennen und dann sich da wegrotzen lassen. Da wird er sich lieber irgendwo in der Ecke erstmal verdrücken und da erstmal abwarten. Man muss es auch so sehen, ne, es gibt ja auch das taktische Warten, so wie ich das sehe, ne, wenn ich weiß, dass da jemand um die Ecke kommt, ne, wenn ich ganz genau weiß, dass da ein oder zwei um die Ecke kommen, dann renne ich ja nicht gleich los, sondern dann kann ich auch darauf warten, dass er halt auf mich zukommt. Es ist halt schwierig zu unterscheiden, ne. Und es gibt ja auch diese, kennt ihr diese Camper, die so richtig grottenschlecht sind, die den ganzen Tag in der Ecke hocken und trotzdem nichts geschissen kriegen?
sieht man wirklich so oft, oder ich sehe es zumindest ziemlich oft, ne? Dann hocken die da in der Ecke und haben letztendlich trotzdem nur 2 Abschüsse und 20 Tode. Also finde ich schon ziemlich lustig manchmal. Vor allen Dingen, die hocken ja wirklich den ganzen Tag da. Den ganzen Tag. Naja, ihr könnt ja eure Meinung reinschreiben, wie bei dem anderen auch. Jetzt kommen wir mal zum letzten, was ich dann noch immer so habe. Das ist das mit der OP-Gun. Wenn jetzt zum Beispiel in Battlefield oder so ein neues DLC rauskommt, dann sind ja meistens da neue Waffen mit bei. Und ja, dann geht es ja immer gleich los, dann spielen alle mit derselben Waffe, ne? Und dann heißt es natürlich gleich von denjenigen, die nicht dieses Pack haben, ja, die Waffe ist OP und so weiter. Und dabei ist sie wahrscheinlich gar nicht so OP. Ich habe es ja selber auch durch, also ich habe mich nicht darüber aufgeregt, aber ich habe dann mir auch so gedacht, ja toll, der hat jetzt hier schön eine neue Waffe, ne, die ich noch nicht freigespielt habe, die ist ja richtig, die geht ja richtig ab, ne. Wenn du die hast, dann rotzt du alles weg, ne, aber hinterher, wo du sie dann hast, dann sagst du, oh, ja, so toll ist sie nur auch nicht, ne. Das ist wahrscheinlich bloß einmal kurz so. Bei mir ist es immer so, wenn ich eine Waffe neu habe, eine Waffe frisch anspiele, ich noch gar nicht spiele, am besten sogar noch ohne Aufsätze, dann kriege ich damit am meisten geschissen. Wenn ich dir nachher so Aufsätze drauf habe, dann geht damit irgendwie gar nichts mehr nachher, also nicht mehr so dolle. Ja, und da rege ich mich auch nicht drüber auf, wenn jetzt jemand mit so einer, mit OP-Waffen spielt, angeblichen OP-Waffen. Ja, mit der MP7 wieder, eine bessere Waffe hast du wohl nicht gefunden, war du blödes Arschloch. So ein Noob, ey. Ich meine, in MP3, nehmen wir mal MP3 als Beispiel. Ja, da gibt es ja die MP7. Und diese Waffe, die ist in meinen Augen OP. Eindeutig. Aber wo ich sie nachher hatte, war sie dann auch nicht mehr so gut. Wo ich sie dann freigespielt hatte. Dann hatte ich da auch keinen Spaß mit dran zu spielen. Und ja, das ist dann auch so ein bisschen, ne, wie viel Skill braucht man denn noch, um mit so einer Waffe zu spielen? Ja, die eigentlich ja viel zu stark ist, ne? Und die MP7, die ist halt in MP3 viel zu stark. Da braucht mir keiner was erzählen. Eindeutig. Und dann am besten noch mit Schnellfeuer und so eine Sachen, dann geht das Ding ja richtig ab. Und ja, ihr könnt ja auf jeden Fall mal eure Meinung reinschreiben. Meine Meinung dazu ist, man sollte den Chat... Ja, ich glaube, man kann ihn ja sogar ausschalten. Auf der Konsole gibt es den Chat ja gar nicht. Da gibt es ja bloß Privatnachricht. Zumindest auf den alten Konsolen, auf den Next Gen, weiß ich nicht, wie es ist. Und ja, da pinselt halt keiner was rein. Und würde ich... Eigentlich müsste ich das auch, ja, den Chat ausschalten auf dem PC, wenn ich dann spiele. Aber mal gucken, ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Das war meine. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag oder eine schöne Woche, je nachdem. Haut rein.